Grüße, meine Freunde. Wir sind alle an der Zukunft interessiert, weil sie es ist, wo wir den Rest unseres Lebens verbringen, ob wir wollen oder nicht. Und behaltet im Blick, meine Freunde, dass diese zukünftigen Ereignisse euch beeinflussen werden, da sie in der Zukunft liegen. Also lasst uns an die Vergangenheit erinnern, die Gegenwart ehren und uns von der Zukunft benebeln lassen. Die folgenden Ereignisse bilden lediglich eine mögliche Zukunft ab. Noch liegt es in eurer Macht, das grausige Schicksal abzuwenden. Hallo und gruselige Grüße bei Stadtfilmabend. Und zwar wollte ich heute das Ganze mal so ein bisschen feiertagsgerecht durcheinander würfeln, indem ich ein neues Spiel anfange für, keine Ahnung, ein, zwei oder so Stunden, indem ich irgendwie besonders gruselige Mods dazu schalte. Und dann schauen wir mal, ob das überhaupt funktioniert, weil wir werden schon bombardiert hier mit Fehlermeldungen. Gucken wir mal, was sie hier alles haben an Mods. Also hier haben wir die Kamera und das Prepare Carefully, was wir jedes Mal eigentlich reintun. Dann aber auch so Sachen wie hier Alpha Animals und Alpha Biomes. Was kann das sein? Und hier ganz viel Call of Cthulhu und H.P. Lovecraft Kram. Und dann Vampire und so. Und hier unten haben wir noch ein bisschen mehr, von dem wir nicht wissen, ob es funktioniert. Zum Beispiel hier Rim of Madness, Arachnophobia. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Jetzt zwei verschiedene. Zwei verschiedene Lovecraft-Mods und zwei verschiedene Vampir-Mods wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Okay, versuchen wir mal, ob das funktioniert. Und dazu muss ich das Spiel neu laden. Dazu werde ich kurz mal auf Pause stellen. Sehe ich euch gleich wieder. Und wieder werden wir von Fehlermeldungen begrüßt. Da fehlt was und da hier und da bar und da vielleicht funktioniert das nicht, aber schauen wir mal. Okay. Sind die alle in der richtigen Reihenfolge? Ja. Okay. Neue Kolonie gründen. Vampires, Strange Cargo, you awaken after a crash landing on a remote planet on the rim. Looking around, you see yourself and another colonist. Between the both of you is a sealed coffin. Also drei Neuankömmlinge, einer von denen ist Vampir. Und die Sonne ist dunkler. Wir nehmen mal unsere normale Bruchlandung und können wir immer noch Vampire einbauen. Und den reichen Entdecker. Die Gitarre ist wieder im Weg. Reichen Entdecker könnten wir auch machen. Ich werde das mal vorbereiten und dann sehen wir uns im Spiel wieder. So, schön, die Weltkarte sieht ein wenig anders aus als normalerweise. Wir haben hier The Agency zum Beispiel oder hier Versagerstadt, wo die Sägemenschen wohnen. Okay. Kürbisdorf. Sehr Halloweenig. Kürbisdorf. Okay, was sind das hier? Florala Seaside Townsfolk auf Blutrot Gebirge. Und wir haben hier dieses merkwürdige Gebiet hier, das wir uns mal als Gebiet aussuchen werden, weil das ist eins von diesen Alpha-Biomen. Wow, okay. Ja, aber wir nehmen mal hier dieses Gebiet. Ganzjährig. Redwood a pure substitute. Okay, also da gibt es zwar Holz, aber das ist rot und nur ein schwacher Ersatz für normales Holz. So, jetzt müssen wir uns noch unsere Leute hier
zusammenstellen, aber das machen wir ganz einfach. Da machen wir ein Prepare Carefully und laden Fabian Frickenstein, ist natürlich ein sehr toller Name für Halloween. Ne? Fabian Frickenstein, eine Nachteule, gutes Gedächtnis, eiserner Wille. Aber wir nehmen mal hier die normale Besatzung. Okay. Und drücken auf Start. Oder wollen wir Fabian Frickenstein noch dazu holen? Ne, wir drücken auf Start. Are you sure? You have, ich meine, wir könnten ja einen von uns zum Vampir machen. Aber wen? Könnten wir zufällig bestimmen, ne? So, dann schauen wir mal, wer wird der Vampir? Nach der alten Methode. Bench ist der Vampir. Okay. Gut. Ich habe auf Nussi gehofft, alleine wegen Nussferatu. Aber okay. Also Bench machen wir zum Vampir. Okay, Badform. Er kriegt eine Bissner. Nee. Black Metamorphosis. Ich weiß nicht, was das alles ist hier. Demenz kenne ich, aber Drogenüberdosis. First Vampire, First Murderer. Okay. Ghoul. Okay. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gespielt. Ich weiß nicht, was das alles ist. Kann sein, dass das alles jetzt wunderbar in die Grütze geht, aber das sehen wir dann. Vampirism, da haben wir es. Und ich habe keine Ahnung, was ist hier. Aber nehmen wir einfach mal den Nosferatu-Vampir. So. Noch mehr Sachen zum Entscheiden. Und zwar, was ist Bench für ein Vampir? Ist er durchschnittlich, dünnblütig, siebte, neunte Generation, powerful oder overpowered? Machen wir mal Average, weil okay, ich hoffe, das reicht. Die Neurosimulatoren, Modospiele und kostenlosen Orgien waren zwar recht unterhaltsam, aber du wolltest mehr den Ernst und die Gefahren des wirklichen Lebens, wie es in den Geschichtsbüchern geschrieben steht. Du wolltest dich echt eine Herausforderung stellen. Jetzt nach einem Jahrhundert im Kryptoschlaf landest du auf dieser unbekannten Randwelt. Echte Herausforderungen erwarten dich. Okay. Also, hier sieht man schon, die Vegetation ist ein klein wenig anders. Standard machen wir mal. Okay, Mensch, sieht merkwürdig aus. Gut, okay. Stark pochender Kater, müde, niedriger Watsch. Okay. Okay, da muss er, glaube ich. Blut trinken, wenn das zu niedrig wird hier. Okay. So, also haben wir hier diese lustigen Bäume überall. Wo können wir hier überhaupt Essen anbauen, sag mal? Okay. Die kann man essen, die Pflanzen. Gut. Machen wir hier mal so ein paar Lagerzonen hin. Ich glaube, hier bauen wir uns das Lager hin, oder? Ja. Bone Wall, okay. So, dann haben
haben wir hier eine Lagerzone. Und hier eine noch für Essen. Und dann hoffen wir. Lager allgemein. Kühlschrank allgemein. So. Dann versuchen wir hier unten was anzubauen. Okay. Kartoffel ist gut. Hier bauen wir Mais an. Hier bauen wir Baumwolle an. Und hier unten Heilpflanzen. Guti. So. Oh, was ist hier? Bench is fleeing in terror of the light. Okay. Ah! Oh nein! Ja, war irgendwie logisch, ne? Dass wenn man tagsüber anfängt und mit Vampiren spielt, dass es passieren kann, dass dann ein Unglück passiert. Ja, super. Großartig. Ich weiß nicht, da laden wir neu, oder? Laden wir dann neu? Ich glaube, da laden wir neu. Es gibt kein Autosave. Shit. Shit, shit, shit. Das ist eigentlich eine coole Karte hier. Aber jetzt ist unser Vampir schon weg hier. Aber versuchen wir mal. Spielen wir einfach mal weiter. Mal gucken, was dabei rauskommt. Vielleicht treffen wir noch weitere Vampire. Was steht hier alle dumm rum? Achso, ich habe euch alle in Notfallmodus versetzt, obwohl es gar nichts gibt, was ihr hier tun könntet, weil der ist schon verbrannt. Nein! Oh, so. So. Bench ist an Sunlight Exposure gestorben. Merkwürdige Tiere hier. So. Okay. So, haben wir hier noch Zeug rumliegen, was wir einsammeln können? Okay. Bescheuert.
Wie soll man denn da anfangen? Verwirrung, Carsten. Carsten hatte einen Zusammenbruch und geht verwirrt umher. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der Auslösungsfaktor war Pessimist. Okay, mal gucken, was Carsten so macht. Gott, die haben alle schlechte Laune. Alkoholexzess, Jefim. Okay, das geht ja gut los. Irgendwie die Mods scheinen den Prozessor doch ein bisschen zu belasten. Das geht alles ein bisschen stockend voran hier. Ah, wir haben Rotholz. Okay. Dann bauen wir mal ein Bett aus Rotholz. So. Bone Chair, Skull Throne. Okay. So, dann, da wir vielleicht nicht genug von dem normalen Holz haben, werden wir einfach mal auf Rotholz ausweichen. Wir können keine Rotholzwand bauen. Das ist ja gemein. Ha. Ja, das ist ja ätzend. Dann können wir gar kein Haus bauen hier, oder was? Das ist nicht so super, super toll. Es geht nicht so super toll los hier. Machen wir das mal so. Dann reißen wir das wieder ab. Dann können wir aus den Sachen wenigstens eine kleine Hütte bauen mit Überdachung. Aufstehen. Der Kaffee ist fertig. Jefim. Da ist wieder Jefim. Ich hätte das ändern können, eben als ich das Spiel gestartet habe, aber. Ja, tut mir leid, Bench. Siehst du, geht doch. Zu wenig Holz für eine Fackel? Ernsthaft? Jefim hat genug von Alkohol. Sehr schön.
Irgendwas passiert hier mit den Pflanzen. Ich habe keine Ahnung, wie hier irgendwas funktioniert, merke ich gerade. Was ist das für ein... Der pflanzt hier irgendwas oder was macht der? Ocular Jelly. The room is filled with creatures that might be the product of either alien ecologies or more often ancient human genetic engineering gone awry. The ocular jelly, however, is so fundamentally weird that some scientists have speculated about possible extra-dimensional origin. Or perhaps it's just some cruel if elaborate practical joke. It seems to have some biological similarities with the Aerofleet being filled with buoyant gas, but its effects on terrestrial ecosystems is incredibly unusual. The creature releases clouds of reddish gas that is harmless to animals. However, when flora is exposed to it, it mutates and turns into a strange specimen that share 98% of its genome with the jelly. The flora is almost inedible and its relationship with the ocular jelly remains as of yet unexplained. As floating creatures, ocular jellies ignore terrain movement costs. Aha, das heißt, er macht das also extra mit seinem Gas. Okay. Dann müssen wir den umbringen. Cool. Meine Fresse. Sowas, sowas, sowas. Wir müssen hier drin mal die Bäume abholzen. Und dann brauchen wir dringend... Carsten ist nicht mehr verwirrt. Okay. Dann brauchen wir dringend so eine Produktionsbank für... wir können uns das alles nicht mehr leisten, so ein Steinmetzding, ne? Aber die können wir aus Rotholz bauen. Weil wir brauchen Steine. Wenn wir schon kein Holz haben, kein richtiges, dann brauchen wir Steine. Was ist das hier? Anbauzone 4? Nee. Ah, siehst du, hier unten haben wir schon mal Steine. Die könnten wir hier abbauen. Das sind Knochen. Das sind Knochen. What the fuck? Okay.
So, Aufgaben. Turn hardened slime chunks into food. Klingt ja lecker. Okay, Mudstone, beliebige Steinblöcke herstellen für immer. Machen wir hier auch. Steinblöcke für immer. Was sind das für Steine hier? Rosenquarzblöcke. Okay. Warum können wir nichts aus den Rosenquarzblöcken bauen? Das ist doch ätzend. Können wir daraus wenigstens Fußboden machen? Ich glaube... Ich glaube, das funktioniert alles nicht so gut zusammen. Weil wenn ich hier diese Steine habe, dann sollte ich daraus auch was machen können, ne? Ich kann weder aus dem Holz was bauen, noch kann ich aus dem Stein was bauen. Und das sind hier die vorherrschenden Rohstoffe. Weil auch hier habe ich keinen normalen Stein, sondern nur diesen Rosenquarzstein. Insofern weiß ich nicht, ob sich das wirklich lohnt, diesen Spielstand weiterzuspielen. Oder ob ich nicht vielleicht einen anderen anfangen sollte. Hier ist immerhin Stahl. Aus Stahl können wir Wände bauen, aber wir können nicht unseren ganzen Stahl dafür benutzen, Wände draus zu bauen. Das ist eigentlich schade, weil das ist eine schicke Karte hier. Und wir haben schon ordentlich viel angebaut. Und genug Betten haben wir auch. Und wenn wir keine Wände bauen können... Ne, hier auch kein Rosenquarz dabei. Schade. Ja, würde ich sagen, sehen wir diesmal als Testspiel. Und morgen geht es dann weiter mit dem... mit vielleicht einer neuen Mod-Auswahl, die besser zusammen funktioniert. Und möglicherweise können wir unseren Bench-Vampir... vielleicht irgendwo unterstellen, tagsüber. Wäre vielleicht ganz gut, weil das Sonnenlicht hat er jetzt nicht so gut vertragen. Hier unten, toll, hier sind auch noch Käfer drin. Wie gesagt, schade, ist eine schicke Karte, die wir hier gewürfelt haben, mit vielen Höhlen, die man sich basteln könnte und so, aber finden wir schon wieder eine, denke ich. Und dann schauen wir mal. Ich werde sicherheitshalber mal abspeichern, für den Fall, dass ich das hier noch irgendwie gerettet kriege. Aber ansonsten interessant. Knochen, Rosenquarz. Ja, aber nichts, aus dem man Bände bauen kann. Das ist irgendwie kacke. Was ist das? So, roter Schleim. Okay, kann man zähmen. Naja, dann gruselige Grüße und bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, drückt die Glocke und abonniert den Kanal und bla 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 bla. Und schreibt mir Kommentare. Schreibt mir in die Kommentare, was ich falsch mache. Okay. Bis dann. Ciao.
Thank you.